Ich habe ja gestern Spargel sous vide gegart und ich habe ja in dem Video versprochen, dass ich am nächsten Tag gleich ein paar Spargelgerichte mache. Ich fange an mit Spargel und statt westfälischem Knochenschinken nehme ich meinen eigenen Schinken, den ich hergestellt habe. Dazu mache ich eine schöne Salbeibutter mit rosa Beeren. Und wer das nicht verpassen will, der bleibt einfach dran. Gleich nach dem Intro geht's los. Die Zutaten im Einzelnen. Natürlich Spargel. Ich nehme nur ein paar Stangen, weil ich ja, wie gesagt, ein paar Variationen machen will. Darunter eben auch ein Spargelgratin mit frischem Ziegenkäse. Dazu brauchen wir den Zitronensaft einer halben Zitrone. Für die Salbeibutter natürlich frischen Salbei. Und die Butter, das dürften ungefähr hier 80 Gramm sein. Wenn ihr mehr oder weniger nehmen wollt, das müsst dann ihr sehen, wie viel Spargel ihr macht, für wie viele Personen. Für mich reicht diese Menge. Dann natürlich meinen Schinken, der schön gereift ist und schön mild gepökelt ist und geräuchert. Dazu rosa Beeren, wird oft als rosa Pfeffer bezeichnet, stimmt aber nicht. Das sind rosa Beeren, die haben einen eigenen süßlichen Geschmack und harmonieren ganz toll eben auch zu Gemüse. Und Salz und Pfeffer aus der Mühle. Das ist schon alles. Für mein Mittagessen reichen mir hier diese vier Stangen. So, die Pfanne ganz langsam vorwärmen nur, weil Butter verbrennt leicht und Salbei verbrennt leicht und es soll auch keine Farbe nehmen, genau wie der Spargel auch. Und dann natürlich die Butter dazu. In die zerlassene Butter gebe ich schon mal Salz. Das kann ja nicht verbrennen, das kann schon als erstes gleich mit rein. Dann etwas Zitronensaft. Jetzt die Salbeiblätter mit rein, die rosa Beeren und Pfeffer. Ich nehme halt, obwohl man weißen Pfeffer nehmen sollte, nehme ich halt schwarzen. Ich finde das einfach aromatischer. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr mögt. Ja, man muss höllisch aufpassen, obwohl das hier auf kleiner Flamme ist, hat der Spargel jetzt schon ein bisschen Farbe genommen. Aber ein Beinbruch ist das eben auch nicht. Butter ist jetzt schon schön gebräunt. Reicht jetzt schon. Ich stelle die Pfanne aus. Ja, und jetzt nur noch schön anrichten. Und das Mittagessen ist fertig. Das ist eine ganz schnelle Sache, sofern man den Spargel schon fertig gegart hat. Ein leckeres Essen und da brauche ich eben auch keine Kartoffeln dazu. Wer Kartoffeln dazu mag, kann gerne welche dazu tun. Passt natürlich hervorragend. Und ich richte gleich meinen Teller an und dann seid ihr wieder mit dabei. Ich habe meinen Spargel jetzt schön angerichtet. Ich habe mit einem Schnittlauchröhrchen eine Schleife gebunden, dekorativ um den Spargel. Drumherum ist ein Tomatenrand. Das Schwarze ist ein bisschen Balsamico-Creme. Den Schinken schön zu Rosen geformt. Und natürlich die Salbeibutter mit den rosa Beeren. Einen Spiegel gemacht und angerichtet habe ich das hier auf dem heißen Induktionsfeld. Da braucht man den Teller nicht vorwärmen. Das passiert dann automatisch mit der Restwärme. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich hoffe, ihr kocht auch Spargel, solange es den gibt. Alles Wissenswerte und das Rezept findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Dazu auch ein paar interessante Links, auch zu meiner Facebook-Seite, wo ihr auch Rezepte reinstellen könnt und eure Erfahrungen, Fotos und Videos. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über einen Daumen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Einfach ein Abo machen. Und zum Schluss bleibt mir wie immer nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken und sage Tschüss bis zum nächsten Video.